Ich begrüße euch recht herzlich zur nächsten Folge von American Truck Simulator mit toller, entspannter Musik im Hintergrund. Ich möchte dazu gleich zu Anfang sagen, wenn jemand fragt, wie das Lied zu irgendeiner Zeit XY heißt, kann ich euch nicht sagen. Ich habe hier meine Playlist, kann ich euch mal ganz kurz zeigen, von Liedern, die knapp 4 Stunden gehen, aus der YouTube Library, beziehungsweise von Audionautics und Kevin McLeod. Wie unten in der Beschreibung steht. Guckt da vorbei, sucht euch was raus. Eventuell kann ich es mal machen. Hier so das erste, seht ihr. Könnt euch aber so abfotografieren, so ungefähr. Das Lieder gehen so zwischen 1 bis 3, 4 Minuten. Könnt ihr ja mal ein bisschen rumgucken. Das ist auf jeden Fall ganz coole Musik. Eher so in die Country-Richtung. Finde ich passt ganz gut da hinten in die Ecke. Und ja. Was mich auf jeden Fall sehr freut, ist, dass die erste Folge sehr gut bei euch ankam. Und ja. Wir starten gleich in die neue Folge mit einem neuen Auftrag. Was können wir denn so Schönes fahren? Von... Wo fahren wir denn? Von Stockton nach Santa Cruz. Sieht ganz interessant aus. Was fahren wir da? Maschinenteile. Oh ja, das machen wir. Wir fahren Maschinenteile, das möchte ich jetzt. So, auch dieser Ausblick hier vom Ladescreen sieht schon wieder richtig herrlich aus. Ich muss mich sagen, ich freue mich wirklich auf dieses Display und das wird bestimmt richtig cool. Und wir haben eine neue Nachricht. Von wem kriegen wir Post? Benötigte Geldmittel, wir können helfen. Oh, wir können jetzt also Kredit aufnehmen. Danke, liebe Bank. Aber das hat noch einen Moment Zeit, ehe das soweit ist. So. So schöne Container haben wir hier. Wo müssen wir denn überhaupt raus? Ich glaube, das ist relativ egal. Ich glaube, da macht das ganz großen Sinn. Hier auf der Seite rauszufahren. Schätze ich zumindest. Ich glaube, ich mache die Musik ein Stück lauter, sonst hört man die gar nicht. So. Und wir sollen ja auch ein bisschen Musik haben. Das dient ja als Entspannungsfaktor mit. Und es soll ja auch immer so ein bisschen mitdudeln. Das finde ich ganz entspannt bei der Musik. Sie ist nicht so aufregend und hier mit ganz viel Bass und so. Einfach so ganz entspannt, countrymäßige Musik. So wie das hier dann doch ganz gut hinpasst. Und auch zum Let's Play passt, weil ich möchte ja auch keine Musik, die mich dann so gesehen übertönt. Oder auch eher hinderlich ist am Let's Play, sondern eher so, die ein bisschen mitdudelt. Und so ein bisschen, ja, eben als Hintergrundgestaltung dient. Und wenn ich mal was nicht sage, dass man nicht ganz ohne, naja, nicht ganz ohne Begleitung das Ganze hat. Sondern ein bisschen zusätzliches Gedudel. Und da sollte ich bremsen. Und jetzt darfst du auch wieder beschleunigen. Dankeschön. Ja, wie gesagt, ich habe mir da in der Audio Library von YouTube ein bisschen was zusammengesammelt. Knapp 4 Stunden sind es, sodass wir dann doch alle 16 Folgen das gleiche hören. Aber bis dahin hat man genügend anderes gehört, dass man das vom Anfang wieder ertragen kann. Beziehungsweise ich gucke vielleicht auch nochmal ein bisschen rum, dass ich neue Musik finde und nochmal gucke. Huch. Falsche Taste. Dass wir vielleicht noch ein bisschen andere Sachen finden. Ist mein Tempomat gar nicht mehr zugewiesen? Beziehungsweise hat er vielleicht gar kein Tempomat? Da muss ich hin. Doch, eigentlich schon. Eigentlich schon. Huch. Wieso habe ich denn gar keinen Gang drinne? Deswegen ging es nicht. Das war das Problem. Ich habe es erkannt. Ach ja. Jetzt auf einmal hat er die Einstellung so drin, dass ich, wenn ich die Tasten drücke, dass er das rausnimmt. Jetzt, wo ich sie nicht mehr zugewiesen habe. Interessant. So, und da bin ich nach einem kurzen Cut auch schon wieder. Hat etwas länger gedauert.
Und ja, wir haben noch eine neue E-Mail. Selbstständiger Fahrer gesucht in Auckland. Aha. Interessant. Müssen wir das mal überlegen. Ja, ich habe mich hier kurz auf den Standstreifen mit Warnblinker gestellt noch, dass wir hier dann nicht alles blockieren. So, weil jetzt klappt das auch so, wie ich es haben will. Und auch im anderen Profil habe, so gesehen, in meinem privaten. So, mal sehen, ob wir rausgelassen werden. Ja, Dankeschön. Sehr freundlich von ihm. Falsche Taste. Die wollte ich drücken. So, jetzt lassen wir uns hochbeschleunigen und dann passt das. Ach ja. Ist schon cool hier. Also hier könnte man fast denken, man ist in Deutschland oder hier irgendwo in Europa, in Spanien oder so. Das würde auch passen von der Ausgestaltung her. So ein bisschen grüner, so ein bisschen Dreck dazwischen. Nicht ausschließlich grasgrün. Auch von der Straßentextur, sage ich mal her, passt das auch gut dahin. Ja. Vermutet man nicht gleich, dass man in Amerika ist. Aber da kommen bestimmt nachher noch gute Szenen, wo man das deutlich sieht. So, wo wollten wir nochmal hin? Nach Santa Cruz, glaube ich. Da haben wir noch ein kleines Stück vor uns. Und ich werde das auch so machen. Ich werde jetzt Aufnahmen machen und die dann im Nachhinein entsprechend in die Parts einteilen. Und nicht nach jedem Part eine Pause machen, so gesehen. Also nicht nach 15 Minuten immer abmoderieren. Das wird dann nicht kommen. Sondern ganz normale Aufnahmen, wie es auch in OMSI ist, wo ich dann erst zum Schluss abmoderiere, wenn ich fertig bin mit der Aufnahme. Das heißt, es werden immer so drei, vier Folgen sein, die ich am Stück aufnehme. So um die Stunde. Und ja. So, wir stehen immer noch nicht dran, oben an den Schildern. Mal sehen, was ist denn der Fall wird. Oh, Kühe. Da kommt man sich doch gleich wieder heimisch vor, wenn man Kühe hier auf der Weide sieht an der Seite. Ja. Das Lied ist zu Ende. Und es geht gleich viel besser weiter. So ein bisschen aufgeheitert. Ach ja, so gefällt mir das doch. Und wir können uns auch glücklich schätzen mit unseren kurzen Anhängern hier. Ich bin privat dann doch schon mit etwas längeren Anhängern gefahren. Das wird noch übel. Also, da kann es gut sein, dass ich mal das ein oder andere Mal etwas stecken bleibe. Aber naja. Sonst wäre es ja auch langweilig und eintönig. So ist das ja dann immer wieder eine neue Herausforderung. Und das macht das Ganze dann doch viel interessanter. So, Santa Cruz steht jetzt auch dran. In einer Viertelmeile geht es schon runter, also da vorne die Abfahrt. Und ich sehe schon wieder Böses. Nämlich, dass die da an der Ausfahrt stehen. Und ich hoffe, na gut, wir durften eine ordentliche Motorisierung haben. Weil letztens kam ich da nicht hoch. Da stand ich dann einfach und kam nicht mehr weiter. Ja, genau so. Okay. Also, ganz ruhig. Handbremse rein, Motor an, Gas geben, Handbremse lösen. So ist das doch gut und so funktioniert das auch. Nach dir können wir durchaus schon fahren. Und wisst ihr, was ich cool finde? Wir haben hinten eigentlich eine richtig schöne große Schlafkabine. Können wir nachher auch nochmal inspizieren, weil es gibt ja immer verschiedene Größen von den Trucks mit Schlafkabine, ohne Schlafkabine und dann in den verschiedensten Ausstattungsversionen, dass wir da hinten noch Kühlschrank oder so drin haben. Ja. Das werden wir wahrscheinlich dann am Laufe des Let's Plays auch erleben, dass wir unseren eigenen Truck haben und den dann mehr oder weniger aufrüsten. Ich werde wahrscheinlich hier auch nicht so sehr auf Truck-Verschiedenheit gehen, gibt ja aktuell nur zwei, sondern erstmal bei einem, den wir uns kaufen,
bleiben und den dann entsprechend aufrüsten, sage ich mal, und uns schöner gestalten. So, wir verfolgen unseren Gleichgesinnten, zumindest von der Fracht gesehen her. So, anhalten, weiterfahren. Was ich halt auch wirklich schön finde an dem Spiel, dass es so eine große eine Anhängervielfalt gibt, sodass das auch von den Trucks her dann auch viel schöner aussieht. Hat man mal solche Anhänger wie wir haben, hier der Schüttgutauflieger oder kürzere bzw. längere Auflieger für einfache Waren oder auch für Flüssigkeiten oder ähnliches in die Richtung. Oder hier auch diese Rohre, dann Spezialtransporte. Das ist eigentlich alles ganz cool. So, jetzt überholen wir dich. Und hier sehen wir auch, der hat hier eben hinten keine Kabine extra dran, der hat halt nur ein Fenster. Das ist dann halt die Grundversion, die wir anfangs auch haben werden, wenn wir uns dann einen LKW kaufen. Weil so viel Geld werden wir, denke ich mal, noch nicht zusammenkratzen können, dass wir schon eine Schlafkabine kriegen. Ja genau, ich bin... Jetzt achtet man einmal nicht auf die Geschwindigkeit. Ich komme noch aus der 55er-Zone, dann wird kurz 40 und direkt dahinter steht dann unsere Geschwindigkeitskontrolle. Na klasse. Erstmal 1000 Dollar geblecht. Das freut uns natürlich. Santa Cruz. Wir nehmen natürlich das Schwere, sonst macht es ja gar keinen Spaß. Und so schwer ist das hier gar nicht. Haben genügend Platz zum Rangieren. Von daher passt das. Huch. Motor ausmachen wollte ich nicht. Falsche Taste, ich wollte mich eigentlich zentrieren. Ist beides unten gelegen, nur halt jeweils auf der anderen Seite. So, und ich werde auch versuchen, meistens innen zu fahren, wenn es geht. Was ich eben auch cool finde hier, wenn man mal in den Lack guckt, das spiegelt sich alles. So, jetzt musste man nur noch sehen, wie man gerade reinfährt. Ob gut oder schlecht. Ich lenke jetzt einfach mal komplett hier ein. Und mal schauen, wie das dann gleich wird. Dann fahre ich mal vor. Ja, steht eigentlich schon ganz gut. Muss ich halt jetzt nur noch so ein bisschen hier drehen und da drehen. Und jetzt mal komplett drehen. Beziehungsweise nochmal ein Stück vorrücken. Wir wollen ja schließlich auch ordentlich das Ganze abgeben. Huch, das wollte ich nicht. Ich wollte das eigentlich wieder ausblenden. Und jetzt braucht man eigentlich nur noch gerade hinterfahren, so ein bisschen noch in meine Richtung. Und jetzt hier nochmal. Und dann wieder gerade lenken. Und dann passt das hoffentlich auch. Noch ein Stück rückwärts. Perfekt. Das sieht soweit gut aus. Ausgezeichnet. Und wir sind ein Level aufgestiegen. Und dieses Thema mit den Fernfahrten werde ich als erstes noch nicht machen. Das kommt bei mir immer relativ spät, weil ich auch gerne mal habe, etwas kürzere Strecken zu fahren. Aber im Let's Play ist es natürlich auch schön, mal eine längere Strecke zu fahren. Gerade durch Amerika, wenn man dann von einem Staat bis ans andere Ende von Amerika durch weitere 5 Staaten fährt, ist ja aktuell noch nicht möglich, aber später dann. Deswegen mache ich jetzt erstmal hochwertige oder zerbrechliche. Ich glaube, ich mache erstmal hochwertige Frachten. Wobei, nee, ich mache zerbrechliche Fracht. Das sieht auch ganz cool aus. Was ich gleich noch zeigen kann, hier oben haben wir das Coole, dass wir bei Gefahrgut nicht vorne anfangen müssen und dann uns durcharbeiten müssen, nach alles oder die ganzen Klassen durcharbeiten müssen, sondern können hier sagen, wir wollen das haben oder wir wollen das haben. Und hier drüben ist das dann aufgelistet dann entsprechend. Ihr könnt natürlich auch erst eine Solo-Klasse nehmen. Ich glaube, das mache ich auch. Toxische und infektiöse Stoffe klingt gut. Das klingt gut. Das machen wir auch. Du kannst... Ach ja, ich kann ja nicht frei rumfahren. Ich muss mir erstmal einen neuen Auftrag aussuchen. Was nehmen wir denn da? Wir könnten von Stockton, da sind wir gerade lang gefahren. San Francisco nach Huron. San Francisco nach Santa Cruz. Oder nach Los Angeles. Wollen wir gleich nach Los Angeles fahren? Stockton, das sind wir gerade gefahren. Ogden, Truckee. Klingt allerdings auch ganz interessant. Was fahren wir hier überhaupt? Maschinenteile, Vorratstank, Autoteile, Haushaltswaren, Haushaltswaren. Können wir irgendwie schon so... Zement. Zement wäre ganz interessant.
Gips wäre natürlich auch interessant, aber da haben wir einen dämlichen LKW. Ein Raumcontainer. Das klingt interessant, der Raumcontainer. Das merke ich mir mal. Ja. Ich wollte aber gerne was von vorne nehmen, weil da sind die Preise noch am besten. Von daher nehmen wir ganz einfach mal. Nehmen wir das da an. Haushaltswaren. Da haben wir noch einen guten LKW. Und da können wir noch mal gucken. Fahren wir noch mal von San Francisco aus. Das ist natürlich auch ganz nett. Ach, wie süß. Ist das nicht echt süß? So einen kleinen, süßen Anhänger. Ist doch niedlich. Huch, falsche Taste. Die Taste will ich. Und das meine ich eben. Wir haben hier, auch da vorne sieht man einen längeren Anhänger, hat man hier diese winzigen. Das ist schon recht niedlich, muss ich das schon mal sagen. So, wir fahren übrigens wieder ein nicht Peterbilt. Mir fällt gerade der Name von den anderen nicht ein. Irgendwas mit K. Ein Kenworth. Ein Kenworth fahren wir. Jetzt hab ich's. So. Stopp. Es kommt eh nichts, also können wir auch fahren. Gut, sieht ganz nett aus hier. So im Wohnviertel gelegen, könnte man sagen. Ah, Musik. Hab schon gefragt, wo die bleibt. Konnte er da welche nicht nehmen? Doch, eigentlich schon. Wer weiß. Uff, Glück gehabt. Wobei wir dürfen ja eh rechts abbiegen. Das ist ja eh uns erlaubt. Sieht ja richtig nice aus hier. Wir fahren hier durch so Wohngebiete mehr oder weniger, wie es aussieht. Nicht so durch das Industriegewerbegebiet, wie es bei ETS meistens war, sondern auch mal so durch die etwas bewohntere Gegend mit Apartments oder Wohnungen. Richtig nett. Muss ich man schon mal sagen. Das muss man schon mal sagen. Das sieht richtig nett aus hier.